Im Restaurant von Salvatore Marazzo in Esslingen gibt es Gnocchi nur selbst gemacht, nach Familienrezept in vierter Generation. Hergestellt werden sie von Rosaria, der Schwester des Restaurantchefs. Natürlich täglich frisch aus gekochten Kartoffeln, der wichtigsten Zutat. Mehlig kochende Kartoffeln, sehr weich und einfach lecker. Schöne Farbe sollten sie haben. Hinzu kommen Mehl, Eier und Salz. Die Masse knetet Rosaria Marazzo, bis sie nicht mehr klebt. Dann rollt sie den Teig und teilt ihn in kleine Gnocchi auf. In wenigen Minuten sind sie bereit zum Kochen. Also für mich müssen Gnocchi fluffig, eine schöne Konsistenz haben. Ein Geschmack, wo man das Salz und das Mehl eher im Hintergrund ist und die Kartoffeln im Vordergrund. Das ist für mich eine Gnocchi. Auch der italienische Feinkosthändler Antonio da Silva und sein Kumpel Ozan Tulga aus der Nähe von Stuttgart sind Gnocchi-Fans. Bei uns gibt es nur selbstgemachte Gnocchi. Ich mache sie selten selber, da bin ich zeitlich ein bisschen angespannt. Der kommt dann lieber zum Essen. Der kommt, gehe ich zu meinem Freund Toni oder natürlich gerne auch mal in einem Lokal. Aber es gibt auch gute Produkte, die man kaufen kann. Und welche schmecken am besten? In der Auswahl Fertig-Gnocchi aus dem Kühlregal. Drei Markenprodukte von Rana, Bürger und Hilcona. Preis zwischen 66 und 44 Cent pro 100 Gramm. Und zwei Eigenmarken. Gut und günstig von Edeka und Lidl für 32 Cent pro 100 Gramm. Bevor die Gnocchi im Topf landen, schauen sich die drei die Konsistenz an. Die sind sehr hart. Ja, also es ist eigentlich ein Teig. Ist ein Teigklumpen. Sehr hart in der Konsistenz. Bin gespannt nachher beim Kochergebnis, was da rauskommt. Die Bürger-Gnocchi sind noch härter. Man könnte hier wahrscheinlich die auch als Kinderspielzeug nehmen. Hier ist Grieß mit drin, Maisgrieß, Stärke, Verdickungsmittel. Das sind drei Zutaten, die das automatisch hart machen. Die Gnocchi von Hilcona und Lidl dagegen sind deutlich weicher. Mhm. Sehr fluffig. Also das kommt im Original eigentlich am nächsten bis jetzt. Ja, hier haben wir es auch. Ein bisschen härter, aber auch schön zum Aufmachen. Und die von Edeka? Ist sehr unregelmäßig alles gemacht und sehr fest. Wahrscheinlich sehr hoher Anteil auch an Mehl. Ja, und klebrig. Ich empfinde keine Liebe. Große Unterschiede also. Gnocchi sind übrigens die italienische Variante von Nockern, also übersetzt Klößen. Vor 300 Jahren galt in weiten Teilen Europas die Kartoffel noch als giftig. Der italienische Physiker Alessandro Volta hörte das Gerücht, dass sie gekocht genießbar seien und fing an zu experimentieren. Kochte die Kartoffeln, mischte sie mit Mehl und formte sie. So entstanden angeblich Gnocchi. So, holt mal die Pfanne raus. Die Tester bereiten die Gnocchi so zu, wie auf der Verpackung angegeben. Sie starten mit Bürger. Die dürfen gebraten oder gekocht werden. Nee, also meinst du es nicht. Schmeckt künstlich ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, wie man in so einen unfertigen Teig reinbeißt. Und gebraten? Also innen, das sieht man jetzt sehr schön, noch sehr teigig. Außen eine super Kruste. Aber es erinnert nicht an Gnocchi, das ist mehr so ein frittierter Teig. Auch Salvatore Marazzo startet mit Bürger. Ähnelt von der Konsistenz einem Kartoffelknödel. Klebt an den Zähnen. Und gebraten? Man schmeckt das Fett, man schmeckt Salz. Leichter Kartoffelanteil. Bon Appetit. Bon Appetit, Weiser. Die Rana-Gnocchi werden laut Anleitung gekocht. Sie haben einen komischen Nachgeschmack, eigentlich. Mhm. Von käsigen Nachgeschmack. Den käsigen Nachgeschmack kann sich der Hersteller auf Nachfrage nicht erklären. Angenehm weich. Nicht klebrig. Doch, für ein Fertigprodukt befriedigt meinen Gusto. Rana begeistert den Koch. Die Hilcona-Gnocchi sollen ausschließlich in der Pfanne gebraten werden. Also schmeckt ein bisschen wie Kartoffelpüree. Genau.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Fester Kartoffelpüree, angebraten. Wer das mag, dass eine Konsistenz ein bisschen weicher in der Mitte ist und außen knusprig, kann man auch empfehlen. Während Salvatore Marazzo weiter probiert, wollen wir wissen, was steckt drin in den Fertig-Gnocchi aus dem Supermarkt? Dafür sind wir bei Sabine Holzäpfel, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Sie erkennt deutliche Unterschiede bei den Inhaltsstoffen. Es gibt Produkte, die so aus den Grundzutaten, Kartoffeln, Mehl oder Grieß und eben gegebenenfalls Ei und Salz bestehen. Und andere, die dann auch noch Konservierungsstoffe, irgendwelche Verdickungsmittel oder Aromen zusetzen. Also da lohnt es sich wirklich genauer hinzuschauen. Bürger schreibt auf Nachfrage, in Zukunft auf Zusatzstoffe verzichten zu wollen. Ganz ohne kommen Hilkona und Edeka aus. Für die Gnocchi von Hilkona werden Freilandeier verwendet, in denen von Edeka Eier aus Bodenhaltung. Darüber informieren die Hersteller sogar auf der Verpackung. Es ist im Moment noch nicht gesetzlich vorgeschrieben, deshalb ist es sehr positiv zu bewerten, dass diese Angabe hier für Verbraucher transparent gegeben wird. Hauptzutat bei allen Gnocchi Kartoffeln. Aber nur die von Bürger werden direkt aus echten Kartoffeln hergestellt. Die anderen Produkte bestehen aus Kartoffelflocken. Es ist recht schwierig, den Kartoffelgehalt genau zu vergleichen, denn beispielsweise in den Bürger-Gnocchi sind Kartoffeln angegeben mit 80%. In anderen Produkten sind Kartoffelflocken und dann eben auch Wasser. Also das heißt, man hat eben dann wieder die Kartoffelmasse, aber man kann es nicht direkt vergleichen. Entscheidend also ist der Geschmack. Wie sieht es bei den Eigenmarken aus? Zunächst gut und günstig von Edeka, gebraten zubereitet. Geschmacksneutral, hat nichts Kartoffeliges. Nee. Hat nur ein bisschen Röstaromen, die Nussbutter so ein bisschen. Aber ja. Im Grundsatz hat das nichts mit einer Kartoffelgnocchi zu tun für mich. Mhm. Und dann gekocht. Sehr teigig. Mhm. Das schmeckt mir gar nicht. Ich probiere sie nicht mehr weiter. Nein. Edeka fällt geschmacklich durch. Zuletzt Lidl. Sie können im Topf oder in der Pfanne zubereitet werden. Wenig Kartoffel vom Geschmack her, hoher Anteil an Mehl. Noch vertretbar. Knusprig außen, auch sehr neutral im Geschmack. Mhm. Boah. Boah. Da probiere ich keine zweite. Boah. Ja, schmeckt wie Teig, klebriger Teig. Klebt im Mund zwischen den Zähnen. Das Ergebnis. Hilkona und Edeka sind frei von Zusatzstoffen. Für die anderen Gnocchi gilt das nicht ganz. Geschmacklich fallen Edeka und Lidl in unserem Check durch. Etwas besser Bürger. Am besten geschmeckt hat das teuerste Produkt im Test von Rana. Daneben das von Hilkona, da das außerdem keine Zusatzstoffe hat, unser Favorit. Bei Salvatore Marazzo gibt es jetzt selbstgemachte Gnocchi in Gorgonzola-Soße. Sein Tipp, Gnocchi, sobald sie gar sind, in der Soße schwenken. So nehmen sie das volle Aroma auf. Schade, dass man Fernseher nicht riechen kann. Zum Schluss gibt er noch eingekochte Birnen und Haselnüsse dazu. So isst er Gnocchi am liebsten.